Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Donnerstag, jetzt ist es 6.45 Uhr. Die Spülmaschine läuft schon, jetzt möchte ich noch ein bisschen aufräumen. Die Nacht war relativ gut, ich habe eigentlich gut geschlafen, nur ich habe jetzt den vierten Tag in Folge Kopfschmerzen. Gestern habe ich sogar drei Schmerztabletten genommen. Also muss ich heute auf jeden Fall mit dem Arzt reden, weil entweder, also ich weiß auf jeden Fall, ich bin hinten im Nacken ganz arg verspannt. Das zieht so richtig bis zum Ohr und dann in den Kopf rauf. Ja, aber ich denke, das liegt auch daran, dass das für mich natürlich jetzt diese jeden Tag aufstehen. Also na, ich bin immer jeden Tag aufgestanden, versteht mich nicht falsch, weil ich ja auch die Kinder morgens immer da gewesen bin, bis aus dem Haus waren. Nur dann habe ich mich meistens nochmal entweder kurz hingesetzt, in Ruhe meinen Kaffee getrunken, eine Zigarette geraucht. Und jetzt ist so, ich mache das ganz, ganz normale, was ich eigentlich immer in der Früh gemacht habe. Nur dann muss ich gleich los und dann ist mein Tag richtig durchstrukturiert. Und das habe ich ja oder kannte ich jetzt lange nicht mehr, weil ich ja immer so vor mich hingewurstelt habe. Aber ich hoffe, es wird mit der Zeit besser. Jetzt wollte ich euch ja zeigen, was ich noch so mitnehme. Ich habe mir schon meine Tasche gerichtet. Ich nehme mir 1,5 Liter zu trinken mit. Das ist Wasser mit einem zuckerfreien Sirup. Dann habe ich hier drin Quark mit Joghurt und da ist Mandelmus mit drin. Und dann habe ich noch zwei Proteinriegel. Also wundert euch nicht, dass da überall mein Name draufsteht, weil es muss ja beschriftet werden, was einem gehört, weil das ja im Gemeinschaftskühlschrank liegt alles. Und deswegen muss das beschriftet werden. Genau. Jetzt trinke ich noch in Ruhe meinen Kaffee und dann werde ich so gegen 7:30 Uhr losfahren. Genau, ich melde, also heute weiß ich habe auf jeden Fall Handwerken heute am Vormittag und Sport. Da freue ich mich drauf. Also Sport werde ich auf jeden Fall aufs Laufband gehen, weil das ja das gleiche wie gehen ist. Und ich gehe ja zurzeit sehr viel. Ich bin doch ganz stolz auf mich. Ich komme jeden Tag auf 10.000 Schritte. Gestern sind sogar 11.000 gewesen. Also bin ich ein bisschen stolz auf mich. Auf der Waage hat sich noch nicht so viel getan. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das erzählt habe, dass ich seit ungefähr 6 Wochen in Stillstand habe. Aber der Stillstand gehört halt mit dazu. Und jetzt, wo der Stillstand ist, heißt es halt durchhalten und nicht irgendwie jetzt den Kopf in den Sand stecken. Was ich allerdings zurzeit mache, ich achte sehr darauf, dass ich auf mindestens 100 Gramm Proteine am Tag komme. Was mir eigentlich gar nicht schwer fällt, weil ich nehm ja meine zwei Proteinriegel mit und die 200 Gramm Joghurt-Quark-Mischung. Dann, wenn ich im Krankenhaus, also nicht im Krankenhaus, wenn ich in der Tagesklinik beim Mittagessen bin, guten Morgen, mein Schatz. Dann achte ich darauf, dass ich hauptsächlich dann das auf Fleisch esse. Mit ein bisschen Gemüse. Jetzt juckt es. Mit ein bisschen Gemüse. Hast du dein Zimmer gemacht? Fenster auf Kippe? Ich muss nur noch rein hoch. Super, Lukas. Genau, wo war ich stehen geblieben? Genau, da achte ich eben drauf, dass ich da hauptsächlich das Proteinreiche esse, weil ich kann ja nun mal nicht so viel essen. Also ich schaffe von fester Mahlzeit, sprich Fleisch, Gemüse und Beilagen, so 160 Gramm. Und darf ich bitte weitermachen? Ja. Du machst dein Zimmer bitte fertig. Habe ich schon. Und Ich
Jetzt habe ich den kompletten Faden verloren. Oh, egal. Ach so, ja, genau. Und dann habe ich ja meine zwei Riegel dabei. Ich glaube, ob das habe ich schon gesagt. Und abends, also wenn ich dann nach Hause komme, dann trinke ich meinen großen Pott Kaffee, den ich mir ja morgens vorbereite schon. Da hat ja ein Kaffee hat um die 22 Gramm Proteine. Und dann mache ich mir zum Abendbrot Quark mit bisschen Kräuter, Gewürze drin. Gestern habe ich jetzt ein Schnitzel dazu gegessen. Heute denke ich, werde ich wieder ein Knäckebrot dazu essen. Und so schaue ich einfach, dass ich wirklich immer auf meine Proteine komme. Und was aber total schön ist, ich bin am Montag ja in der Klinik das erste Mal gewogen worden. Und die Waage dort ist besser wie die von mir, weil die zeigt 500 Gramm weniger an wie die von mir. Das ist schon mal schön gewesen. Genau. Auf jeden Fall werde ich jetzt meinen Kaffee in Ruhe fertig trinken. Muss noch das Katzenklo machen. Genau, das Katzenklo muss ich unbedingt noch machen. Und dann werde ich so gegen 7:30 fahren und werde mich bei euch zwischendurch melden. Bis nachher, ihr Lieben. Ciao, ciao. Hallöchen. Ich komme gerade aus der Ergotherapie. Ich habe Handwerk gehabt und ich habe mich dazu entschlossen, einen Brotkorb zu machen. Das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Ich habe gesägt und gebohrt und mit so Pauspapier ein Muster auf mein Brettchen gemalt. Das war jetzt. Die Stunde verflog jetzt. Schade, dass es nur eine Stunde geht, weil ich hätte es jetzt, glaube ich, noch mit länger machen können. Aber es war jetzt richtig schön. Jetzt bin ich gerade wieder zurück. Jetzt bin ich gerade wieder auf dem Weg zurück in die Gruppe. Und dann mal schauen, was mich noch erwartet jetzt. Ich habe jetzt nachher Fitness. Bin ich mal gespannt. Weil der Arzt hat ja gestern gesagt, ich darf es auf jeden Fall mitmachen. Soll ich auch machen. Und weil ich laufe ja so ja auch viel. Und deswegen steht ihm nichts im Weg, hat er gesagt. Und da freue ich mich jetzt drauf, weil die Bewegung, merke ich einfach, tut mir unwahrscheinlich gut. Vor allem läuft man den Kopf so ein bisschen frei. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was mich noch erwartet. Heute Nachmittag habe ich noch Gruppensitzung. Und nochmal eine Therapie, ich weiß gerade nicht welche. Ich habe es vergessen, ich glaube auch. Ach so, Kunsttherapie habe ich heute, glaube ich. Oder ist es morgen? Ach, keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall berichten, wie es so war. Heute geht es mir gut. Mein Kopfweh ist fast weg. Ich habe allerdings auch heute Morgen um 6:30 eine Tablette genommen. Habe vorher auch meine. Den Pflegekräften das gesagt, dass ich seit Montag so Kopfweh habe. Und die haben halt auch gesagt, das, weil ich mich total unter Stress setze, weil ich, also wie soll ich das erklären? Ich setze mich total unter Stress, weil ich unbedingt gesund werden will. Und ich kann ja nicht von jetzt auf gleich gesund werden, das ist mir auch klar. Aber ich will es werden, wisst ihr, wie ich meine? Ich mache mir selber Stress, wobei es absolut keinen Grund gibt, mir Stress zu machen, weil ich so eine Depression brauche einfach Zeit, um es wieder in den Griff zu kriegen. Das ist mir schon klar, aber irgendwie möchte ich schneller gesund werden, als ich kann. Wisst ihr, wie ich meine? Ich kann es, das ist so was mich gerade so bewegt. Und das Krasse war gerade in der Ergotherapie gerade. Ich habe meinen Kopf total leer machen können. Das war so schön. Mal an nichts zu denken, gar nichts zu denken. Und ich habe jetzt, ich bin kreativer als ich dachte, weil ich habe jetzt auch voll das schöne Muster drauf gemacht auf dem Boden vom Brotkorb dann. Und das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Und wo der Leiter gerade gesagt hat, jetzt zu Schluss, ich soll nächste Woche weitermachen, da war ich richtig enttäuscht, weil es einfach so im Flow drin war und es war so schön, so
den Kopf einfach aufzuschalten. Und das muss ich lernen, öfters zu machen. Einfach mal meinen Kopf leer machen. Einfach mal an nichts zu denken. Ja, aber ich gelobe Besserung. Genau, ihr Lieben. Also, ich möchte mich noch so bedanken, dass ihr da seid, dass ihr mir zuhört. Das ist für mich, also diese Vlogs sind für mich wie ein Tagebuch quasi. Ich teile mit euch mein Tagebuch und es tut mir gut. Wer es nicht verstehen kann, ist mir egal. Ich mache, was ich möchte, was mir gut tut und das tut mir gut. Und deswegen danke, dass ihr da seid. Und genau, ich melde mich nachher, ihr Lieben, gell? Bis nachher. Ciao, ciao. So, ich bin jetzt auf dem Weg zum Sport. Meinem Kopf geht's immer noch gut. Das vorher, das Kopf ausschalten, hat richtig gut getan. Und ich muss mir das irgendwie beibehalten, dass ich das öfters mache. Und ja, dann würde ich sagen, bis nachher. Hallöchen, ihr Lieben. Wir haben es inzwischen schon fast 19 Uhr. Ich bin seit 16:45 zu Hause. Der Nachmittag hat es nochmal richtig in sich gehabt. Ich habe um 13 Uhr habe ich Akupunktur gehabt, beziehungsweise da hat dann die Dame, die das gemacht hat, hat eine Akupressur bei mir gemacht, weil ich so dermaßen eine Kopfweh habe. Das zieht mir vom Nacken, das ist ganz steif bis hoch in den Kopf rein. Das hat auch relativ gut geholfen. Und danach hatte ich dann Kunsttherapie. Ich kann euch nachher mal ein Bild einblenden. Genau, das Bild habt ihr ja jetzt gesehen und ich musste quasi meine Gefühlslage malen. Total durcheinander, total voll. Und die Kunsttherapeutin hat dann gemeint, sie sieht auf dem Bild, dass ich total voll bin, dass ich total überfordert bin und dass ich quasi für mich selber keinen Platz habe, weil das gesamte Bild ist ja voll gemalt, da ist keine einzige freie Stelle. Und sie meint, oder sie hat gemeint, sie kann aus dem Bild raussehen, dass ich mit mir selber überfordert bin, dass ich mit meinem gesamten Umfeld total überfordert bin. Und ich glaube, da hat sie auch ein bisschen recht. Also ich fühle mich heute einfach, ja, ich weiß nicht, ich habe so Schmerzen. Und die Therapeutin von der Akupressur hat heute auch gemeint, dass ich mich selber wahnsinnig unter Druck setze. Was sie aber auch verstehen kann. Sie hat dann noch gemeint, dass ich eine sehr große Last wohl auf mir trage, dass es eben auch mit dem zusammenhängt, dass weil eben so psychische Last oder wie man das auch immer benennt, eben sich auch auf die Schulter und den Nacken setzt. Und jetzt hoffe ich halt, dass das irgendwann besser wird, weil das ist jetzt der vierte Tag in Folge, dass ich so Kopfschmerzen habe und dass mir dann auch so schlecht wird vor Kopfschmerzen zwischendurch. Also ich hoffe echt nur, dass es besser werden kann, weil schlechter, glaube ich, kann's gar nicht werden. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten ist der Nachmittag recht, ja, was das entspannt war, ist jetzt nicht wirklich, weil das in der Kunsttherapie quasi meine Gefühlslage zu malen, das war für mich schon ein bisschen anstrengend, weil ich habe ehrlich gesagt zuerst gar nicht gewusst, was ich da malen soll, weil wie malst du denn die Gefühle? Und dann hat die Therapeutin gesagt, wir sollen in uns reinhören und das auf Papier bringen, was wir gerade fühlen, die Farben, die wir fühlen. Gut, das habe ich gemacht. Aber ja, wenn ich Glück habe, sieht mich jemand und ich kann das Bild für Milliarden verkaufen. Quatsch, nein. Auf jeden Fall, ja, wir haben es jetzt kurz nach 19 Uhr eben. Und der Tag war einfach, ist es viel, war, es war viel.
Genau, ich bin jetzt mal gespannt, wie es, was der morgige Tag so bringt. Morgen geht es hier nur bis um 14 Uhr. Dann habe ich aber auch noch ein straffes Programm, weil ich morgen nämlich noch zum Reifen wechseln muss. Und einen ganzen Sortiermüll werde ich morgen wegfahren. Ja, ich melde mich auf jeden Fall morgen wieder. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Abend und vielen Dank, dass ihr mich begleitet auf diesem Weg. Macht's gut, gell? Ciao.